Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme, zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Together. Richtig. Ey, wie immer, ne? Ja, was... So gehört sich. Richtig, was haben wir das letzte Mal eigentlich alles gemacht? Habe ich alles vergessen. Ich erinnere mich, wir haben ja hier eine Schmiede gebaut. Und Höhlentour, glaube ich, haben wir auch noch gehabt oder sowas. Na, ist schon wieder länger her, die Aufnahme, die letzte. Aber wir wollen ja heute mal wieder was Schönes, Spannendes machen. Und zwar, ja, keine Ahnung. Hoppala, da, ja. Magst du ein Bad nehmen, Gernot? Nee, Blup. Ich war vorhin. Oh, okay. So. Das ist ein Saunabad. Ein Saunabad, ja. So, das kennen wir eh schon alles. Das ist ja unsere Obsidian-Produktionsstätte hier. Und dann würde ich mal sagen, jo, wir schmeißen sie mal gleich wieder ins Getümmel, schauen mal, wie weit unsere Ernten sind, ob wir die schon abholzen können oder nicht. Das kann ja derweil unser lieber Gorgo machen, währenddessen wir ein schönes Dach zimmern auf der Schmiede. Und dann, ja, keine Ahnung, was wir heute machen werden. Das kommt dann so jetzt mal spontan. Spontan. Richtig. Naja, das dauert noch ein bisschen hier. Die Kartoffeln sind noch nicht fertig, aber Karotten und Weizen ist alles fertig. Jo, kannst dann. Du ja, wenn du Lust und Laune hast. Ich mach dabei die Kürbisse hier mal wieder. Muss ja sein, Leute, ne? Muss ja sein. Richtig, richtig. So, dann haben wir wieder mal Kürbisse. Jo, wie gesagt, was wir heute machen werden, ich habe keinen Plan. Das Dach werden wir auf jeden Fall noch machen von der Schmiede. Und eventuell vielleicht... Ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen in der Gegend spazieren gehen. Karottenmonster! Und schauen wir mal uns die Gegend an. Das Problem ist, ich will nicht allzu weit entfernt gehen, weil ja irgendwann einmal jetzt demnächst... hoffentlich bald das Minecraft Update 1.6 rauskommen sollte. Mit ein paar neuen Futures. Und Pony! Ja, also auf die Pferde freue ich mich schon ganz besonders. Endlich einmal schneller gehen als wie jetzt. Pony! Und jo. Wo anders da nochmal drinnen? Vegetarisches Essen. Nein, Kochzubehör, genau. Da sind's. Die Kürbisse der Kürbissen. So, die Eier kann ich auch ablegen übrigens. Dann kann ich ein bisschen mein Gramuri weg hier legen. Habe ich schon wieder viel zu viel eingesteckt. Nein, da gehört's nicht. Hier gehört's rein. Spinnenaugen können wir auch weglegen. Ja, sonstiges haben wir, glaube ich, hier hinten. Jawohl. Dieses Blümchen. Die Eimer kann ich auch einmal weglegen. Und das Sonstiges. Gut, das kommt alles runter. Eisengitter. Hau ich auch mal unter Sonstiges rein. Jo, dann gehe ich einmal runter schnell. In den Keller und legen wir mal alle ganzen Sachen ab, die wir nicht mehr benötigen. In den F-Keller? In den Fritzl-Keller, ja. Die österreichischen Zuschauer werden wissen, von was wir reden. Und ich glaube aber auch, die Nicht-Österreicher werden es wissen, weil das war ja damals eh ein Riesenskandal. Müsste eigentlich eh in jeder Zeitung stehen oder gestanden sein. Aber hast du zufällig die Medien verfolgt in der letzten Zeit? Nee, dabei nicht. Wieso? Was gibt's Neues? Also, ein Fritzl-Keller haben sie zugeschüttet. Ah ja, das habe ich in der Zeitung gelesen. Ja, also, dann haben sie endlich den nach. Wie lange ist das jetzt her, seitdem das aufgeflogen ist? 2-3 Jahre bestimmt schon, oder? Mhm. Ja, und jetzt haben sie es endlich geschafft, dass sie den Fritzl-Keller zumachen.
nach weiß ich nicht wie vielen Jahren. Weiß ich nicht, vielleicht haben sie sich überlegt, ob sie das unter Denkmalschutz stellen sollen. Keine Ahnung. Okay, das wäre böse. Na, das wäre wirklich sehr böse. Aber ich frage mich immer wieder, wie es solchen Leuten eigentlich im Knast geht. Denen muss es doch eigentlich verdammt schlecht gehen. Die werden von den anderen Mithäftlichen vergewaltigt. Ja, na, das glaube ich nämlich auch. Ne? Ich meine, so ein schönes Leben wären Vergewaltiger, speziell Kinderschänder, Inzüchtler etc. Nicht wirklich haben im Knast. Ne? Und ich traue mich einmal zu behaupten, dass die Wärter zu 100% nichts sehen werden. Die sehen auch so nichts. Ja. Wenn man ihnen ein bisschen Geld gibt, dann sehen sie nichts. Nein. Nee, war nur ein Spaß, keine Ahnung. Jo. Nee, nee. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, knapp 6 Stacks Karotten rausbekommen. Nö, GZ, ist ja was Schönes. Brauchst du eh für deine Schweinelzucht, ne? Mhm. Für was anderes brauchen wir es eh nicht. Weil Karottenkuchen gibt's keinen und Karotten fressen, pff, ich nehme sicherlich kein 65er Stack Karotten mit. Ja. Du meinst 64 Stack? Ah, ein 64er Stack Karotten. Da wäre ich ja blöd. Die halten genau gar nichts vom Gesundheitlichen her. So, jetzt müssen wir sich überlegen. Ja, Leute, ihr seht schon, ich habe vor, auf der Schmiede ein Ziegeldach zu machen. Der große Problem ist aber, wir haben nicht so viel Lehm. Darum muss ich erst schmelzen, ein Lehm, ne? Und weißt du, was auch cool wäre, Gernot? Wir haben ja vor, in nächster Zeit so Freunde, Abonnenten etc. Einzuladen, anzuschreiben, ob sie vielleicht Lust und Laune hätten, hier bei uns als Gast aufzutreten. Und ich würde mal sagen, wir werden in der heutigen Folge auch schauen, wo wir so ein kleines Gastdorf hinbauen könnten, oder? Mhm. Wo dann die Abonnenten eventuell ihr ein Haus bauen können. So ein richtig kleines Dörflein. Ach ja, wir haben noch so viel zu tun hier. So, dann werden wir mal die Eier jetzt wieder in die Truhe geben. Wie gesagt, jetzt ist halt ein bisschen noch Funkstille da. Jetzt können wir noch nicht so viel machen, weil ich ja das Dach hier bauen will. Was und natürlich... Und ich wieder zur Sklavenarbeit verdonnert werde. Das ist ja gar nicht wahr. Ich bin kein Ballwolf-Bingsbums. Ich bin kein Ballwolf. What do you say? Nichts gut sprechen Deutsch, mal sprechen. Bitte, ich nichts verstehen. Ich nichts gut Deutsch können. Jo, was wir natürlich auch noch vorhaben, keine Ahnung, ob wir das in dieser Aufnahme hier schaffen werden oder nicht, dadurch, dass wir mit Patch 1.6 Pferde kommen, haben wir uns überlegt, hier einen Stall zu kreieren. Da werden wir dann hier die zwei, drei großen Bäume hier wegschlagen und unseren Teich hier vor der Haustüre, jo, wie soll ich jetzt sagen, mittels Terraforming zuschütten. Dann kommt wahrscheinlich hier ein Stall dann her. Also das schaut richtig episch aus. Der Gernot am Feld, beziehungsweise der Gernot hinten bei den Kühen. Besamt sie, währenddessen der Mond hinter ihm aufgeht. Ne, so gehört sich's. Die Kuh will Liebe machen. Ja, Liebe. Viel, viel Liebe. Ja, was wir noch machen könnten, ist nochmal Eimer zu holen. Schlafen gehen? Wir schlafen auch, aber du bist noch so weit weg. Was? Sicherlich. Bis ich die Eimer geholt habe, bist du auch schon da. Na, sag es nicht.
Wo bist denn? Sag ja, du bist weit weg. Ja, ja, ja. Was? Schon aufstehen wieder. Welche drei Bäume willst du geschlagen haben? Na schau hier. Wir haben ja gesagt, links von unserer Hütte. Ne? Wenn wir rausgehen, links. Also sprich, wenn wir ja, draußen das habe ich schon rechts, verstanden. Ne? Und dann würde ich vorschlagen, dass wir hier, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Ebenen runtergehen. Und den Teich auch zuschütten? Und na, den Teich brauchen wir nicht zuschütten. Einfach drüber terraformen. Fertig aus. Dass wir dann quasi hier auf der Ebene, wo ich jetzt da quasi stehe, hier so entlang terraformen, dass wir da hinten anschließen können. Und da müssen wir halt die drei Bäume oder die vier oder sowas wegschlagen, ne? Das sind halt größere. So, dann kann ich immer hier dabei ein Wasser nehmen. Denn, Freunde, ihr wisst ja schon, was ich vorhabe. Endlich einmal den Brunnen befüllen. Ich glaube, das hat er sich verdient. So. Blub. Ja. Geht, funktioniert. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder rauf, geben die Eimer wieder weg. Und dann schauen wir mal, wie weit unser Lehm ist, ob wir ihn schon verarbeiten können. Oder ob er noch immer brutzelt. Wie viel Eisen haben wir denn eigentlich schon? Oh, da haben wir. Na, lassen wir es dabei noch da. Da liegen. Jo, Kohle haben wir auch schon einiges. Kühle, 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 kühle. Aber Freunde. Achso, das geht ja noch gar nicht. Das, was ich jetzt sagen wollte, Gernot. Ich wollte sagen, ich bin Level 43, da könnten wir uns jetzt direkt schon eine La Spitzhacke verzaubern. Nur, wie soll denn das gehen? Das frage ich mich auch gerade. Wir haben noch keinen Zaubertisch. Ne, wir waren noch nicht im Nether. Richtig, da müssten wir uns erst den Nether. Aber, ja, der Nether ist nichts Aufregendes, Leute. Die, was Minecraft spielen, die, was Minecraft kennen, also eigentlich eh schon mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, wird den Nether kennen und ja, wird mir wahrscheinlich zustimmen, dass da nichts, dann nichts viel Besonderes ist. So, dann geht sich das auch schön aus. Dann haben wir 32 Stüflein einmal. Jetzt muss ich noch Erde holen. Denn, wir wollen ja, machen wir 42, das sollte reichen. Dann machen wir das auch so, zack, 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 hoppala. Jo. Dann will ich mal schauen, wie wir das Dach hier machen. Denn es ist ja ziemlich raffiniert hier. Das heißt eigentlich, wir müssten hier, zack, zack, zack. Und hier müssen wir das zack machen. Hoppala, jetzt lege ich mich wieder auf die Fresse. Natürlich auch schön, ne? Einmal gratis Fresse erlegen. Dann müssten wir eigentlich hier. Oh, das geht. Ja, ah ja, stimmt ja. Das geht ja jetzt da. Das geht ja jetzt da. Ich denke, das war ein Fail. Zack. Verbaust dich schon wieder, ha? Huh? Ja, immer. Ah, Wahnsinn mit dir. Warte mal, wenn ich das jetzt einmal das so mache und das so mache und das so mache. Juhu, das schaut gut aus. Das können wir lassen.